Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man aus einer normalen SIM-Karte eine Nano-SIM-Karte macht. Es hieß ja immer, dass es nicht funktionieren würde. Ich habe es jetzt aber selber bei meinem Handy ausprobiert und es hat wunderbar geklappt. Und zwar müsst ihr eigentlich nur direkt an dem Chip lang schneiden, aufpassen, dass ihr den nicht verletzt und hier noch eine Kante nachher auch reinlassen, dass die SIM-Karte halt auch richtig eingesteckt werden kann. Vorab möchte ich sagen, dass ich jetzt, wenn ihr das ausprobiert und es schief geht, dafür natürlich keine Haftung übernehme, weil man muss wirklich vorsichtig sein, filigran arbeiten. Also wenn ihr eure SIM-Karte zerstört oder euch nicht sicher seid, lasst es lieber sein. So, ich fange an. Ich habe mir dafür eine Nagelschere genommen und auch eine Feile, um jetzt kleinere Stücke, die ich nicht ganz so sauber schneide, abfeilen zu können. Und ich fange jetzt an und schneide hier vorsichtig an dem Chip entlang. So, schneide das erstmal gerade durch. Zack. Weil jetzt kommt hier der Augenblick, wo ich eine ganz kleine Kante lassen muss. So. Und dann schneide ich wieder möglichst dicht am Chip lang. Ne, wie man das hier sieht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt über die Kamera so gut erkennen kann. Man muss halt aufpassen, dass man ihn dabei nicht verletzt, ne, weil sonst ist er defekt. So. Und jetzt gehen wir hier lang. Also am besten klappt das bei mir mit einer Nagelschere. Eine normale Schere hat nicht so gut funktioniert, weil man damit nicht so filigran arbeiten kann. So, jetzt habe ich hier noch so ganz kleine Ecken. Die würde ich vorsichtig auch mit der Feile dann bearbeiten. Wie gesagt, immer vorsichtig sein, dass ihr den Chip nicht beschädigt. Und hier an der Stelle auch noch. Ja, so sieht sie dann aus wie eine Nano-SIM-Karte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. So würde sie dann auch ins Handy reinpassen. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, auf eigene Gefahr. Seid vorsichtig dabei. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst es lieber sein und kauft euch eine. Im Prinzip hat man ja nichts zu verlieren, weil mit der normalen SIM-Karte kann man nichts mehr anfangen. Wenn ich eine Nano-SIM brauche, habe ich jetzt einfach mal gedacht, gehe ich das Risiko ein, probiere ich selbst. Bei mir hat es geklappt. Alles wunderbar. Wenn ihr euch auch nicht ganz sicher seid, lasst es sein. Wenn ihr es probieren wollt, macht's. Und wenn es funktioniert, habt ihr ein bisschen Geld gespart. Ansonsten müsst ihr euch ohnehin eine neue SIM-Karte kaufen. Ja, wenn euch das Video gefällt und auch weitergeholfen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.